Wie sitzt du in deiner Jurte? Hallo, hier ist der Ralf von Jurteland. Herzlich willkommen hier in unserer Jurte. Heute wollte ich mich mit euch darüber unterhalten, wie du in deiner Jurte sitzt. Der einfachste Fall, wir haben ein Lagerfeuer und wollen es uns gemütlich machen. In aller Regel haben wir da kleine Teppiche und Felle oder ja, Kisse, Strohballe, was auch immer, mit, um uns einfach gemütlich in so einer Jurte einzurichten und dann ja, einfach den Abend am Lagerfeuer auch zu genießen. Dabei hat man oft den Kopf im Rauch und von daher ist von Vorteil, wenn ich einfach relativ tief auf dem Boden sitze. Biergarniture sind da meistens nicht zielführend, weil ich da doch relativ aufrecht und weit oben sitze und dann auch schnell im Rauch von meiner Jurte sitze. Von daher bietet es sich tatsächlich an, sich möglichst bodennah aufzuhalten. Manchmal darf es aber ein bisschen bequemer sein. In dem Fall, zeige ich euch kurz, sitze ich hier auf so einem schönen Klappstuhl. Und die wollte ich euch heute zeigen, weil man da doch einfach relativ bequem am Lagerfeuer sitzen kann und doch noch einigermaßen bodennah. Ich finde, es ist ein guter Kompromiss, so von der Sitzhöhe und vom Komfort. Wenn man älter wird, dann mag man es ja gern mal ein bisschen gediegener, weil die alte Herren so vom Boden immer so richtig hochkommen. Wie auch immer, ich habe euch den hier mitgebracht. Und ihr seht, es ist ein sehr kompaktes Modell. Wird von der Firma Spatz hergestellt. Die machen auch diese klassische Schweizer Baumwollzelte, mit denen die Schweizer Pfadis gerne unterwegs sind. Und von daher hatte ich den Eindruck, dass das ein gutes Sitzmöbel sein kann. Ihr seht, kompakt verpackt. Mir hatte diese Sitze tatsächlich jetzt in Schweden und in Dänemark dabei, wo wir unterwegs waren, und haben sie dort tatsächlich kennen und lieben gelernt, muss ich sagen. Weil er lässt sich, obwohl es ein Klappstuhl ist, super klein verpacken. Da ist nicht viel dran und ich habe nicht viel zu tun. Ich habe hier den Stuhl, den kann ich quasi einfach auseinanderklappen, und die Verstrebungen hier für die Lehne und für die Sitzfläche, die lasse sich einfach einklicken. Meistens. So, wunderbar. Und hier noch von der Sitzfläche, das klickt auch hier ein. Und da muss ich nur unten noch, da ist er noch nicht stabil, da können es noch zur Aussteifung rein. So, wo liegen die? Die liegen hier. Dazu habe ich, muss es jetzt so machen, dass ihr das seht, ist vielleicht aus der Lage ein bisschen schwieriger zu machen, wenn er auf dem Boden liegt, ist es einfacher, aber ich habe hier zwei Holzstäbe, den stecke ich hier rein und dann wird hier die Verriegelung eingerastet. Auf der anderen Seite geht es genauso und auch hier rastet diese Verriegelung ein. Die zweite kann ich einsetzen. Hier rein und da Riegel drüber und das Ganze nochmal. Hupsa. Naja, ihr seht, wenn man das so für die Kamera macht, dann ist es ein bisschen mehr tricky, aber nichtsdestotrotz, es ist so einfach, dass man das tatsächlich in alle Lage hinbringt. Und so habe ich jetzt einen Klappstuhl tatsächlich und kann ihn einfach aufklappen. So. Wunderbar, die Teile hier sind flexibel, das ist auch ganz gut, das passt sich am Rücken so ein bisschen an und dann habe ich hier meinen Stuhl.
Ja, die Stühle haben mich so begeistert, dass ich jetzt auch zwei Stück hier bei mir in die Jotte reingestellt habe. Der eine, auf dem ich hier sitze, das ist so das Kaffeebraun. Ich würde sagen, einfach ein helleres Oliv. Und die andere Farbe, die es gibt, ist dieses Rot. Da schlägt ja mein Herz für die Roverstufe der DPSG mit diesem schönen bunten Rot hier. Und ich denke, es harmoniert auch super in der Jotte mit so, wie sie jetzt eingerichtet ist. Von daher glaube ich, werden die Stühle hier zu einem festen Bestandteil wäre. Heute Abend gab es Sandwiches am Lagerfeuer. Da waren sie auch gleich gut bespielt. Das heißt, jedem haben sie gefallen. Wenn sie euch gefallen, wir haben die jetzt bei uns im Shop. Also von daher ist es einfach eine Werbeveranstaltung gerade. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir Rückmeldung gebt. Einige von euch haben diese Stühle bereits, wie gesagt, von der Firma Spatz in der Schweiz. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach Rückmeldung gebt, was ihr von diesen Stühlen haltet. Ich war begeistert. Vielleicht habt ihr auch schon eure eigenen Erlebnisse. Erzählt sie mir und bis dahin sage ich Dankeschön, euer Ralf von Jodeland.